In dieser zweiteiligen Serie baue ich eine Makrotastatur und ihr könnt ganz einfach mitmachen. Im ersten Teil habe ich dabei das 3D-Design sowie die Elektronik gezeigt. Das Video habe ich in der Beschreibung und jetzt oben rechts verlinkt. Im heutigen zweiten Teil soll es um das Design der Keycaps und die Programmierung des Microcontrollers gehen. Sämtliche Teile und andere benötigte Sachen sind unten in der Beschreibung verlinkt. Für die Keycaps starte ich wieder im Blender und ich designe eine Cherry MX-kompatible Keycap, welche allerdings etwas niedriger als gewohnt ist. Nach einem schnellen Testdruck stelle ich fest, dass es bestens passt und ich kann zum Design übergehen. Die Texte habe ich im Blender einfach eingraviert und so einige Variationen der Keycaps erstellt. Die designten und noch mehr Keycaps gibt es auf Printables in der Beschreibung zum Download. Dort findet ihr übrigens auch die Blender-Datei, damit ihr eure eigenen Variationen erstellen könnt. Nach dem Druck kann ich die Keycaps einfach auf die Tastatur stecken und die Hardware ist fertig. Hier könnt ihr natürlich auch sämtliche andere Cherry MX Keycaps verwenden. Im letzten Schritt müssen wir die Tastatur nur noch programmieren. Hierzu brauchen wir die Arduino IDE, in welche wir unseren Code schreiben. Zuerst installieren wir hier noch die gezeigte NeoPixel-Bibliothek, falls nicht schon installiert. Nun kann es mit dem Code losgehen. Am Anfang könnt ihr über die RGB-Werte von Backlight Color und On Color einfach eigene Farben für die Hintergrundbeleuchtung und eine gedrückte Taste festlegen. Da ich den Code unten in der Beschreibung verlinkt habe und auch einigermaßen dokumentiert habe, werde ich hier nicht so genau drauf eingehen. Ansonsten sind im unteren Teil des Codes noch die Funktionen Key One Action, Key Two Action und Key Three Action relevant. Hier könnt ihr euren eigenen Code einfügen, welcher beim Tastendruck ausgeführt werden soll. Zum Übertragen schließen wir nun die Tastatur per USB an und wir wählen oben als Board den Arduino Micro aus und über den Pfeil nach rechts laden wir das Programm rüber. Die Ausgabe unten ist nun zwar alarmierend rot, wenn man das genau anschaut, dann sieht man allerdings, dass es erfolgreich war. Nachdem nun alles abgeschlossen ist, können wir die Tastatur anschließen und testen. Wie im Video zu erkennen, hat bei mir alles bestens funktioniert. Das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Videoreihe gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen und kommentiert, was ihr noch gerne so auf diesem Kanal sehen würdet.